Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mensch, Kollege Gasse, da haben Sie sich aber Mühe gegeben, hier ein schlechtes Bild von der Radinfrastruktur und der Radpolitik insgesamt in Deutschland zu zeichnen. Ja, insgesamt stelle ich mal fest, Radverkehr boomt. Es werden immer mehr Fahrräder verkauft, es wird immer mehr Fahrrad gefahren. Also so schlecht kann es in Deutschland bisher nicht gemacht worden sein. Viele Punkte, die Sie angesprochen haben, sind ja richtig, aber es ist inzwischen auch Allgemeingut. Sie haben sich viel Mühe gegeben, hier einzelne Dinge aufzuschreiben, die eigentlich schon erfüllt sind. Aber kommen wir generell zur Zukunft. Wir werden mehr Verkehr bekommen in den Städten. Und die Frage ist, wie wir diesen Verkehr kompensieren, ob es uns gelingt, Verkehrskonzepte zu entwickeln, die auch dann den Bürgern gefallen. Und deswegen der zusätzliche Verkehr in den Städten, wenn es uns gelingt, den aufs Fahrrad zu bringen, dann ist uns schon viel gelungen. Und dafür brauchen wir eine Infrastruktur, die wir neu schaffen müssen. Und ich gucke mir das ja an, wie das in Hamburg läuft, wo Rot-Grün versucht, Infrastruktur für Fahrräder herzustellen. Und Sie sich entscheiden müssen, Parkplätze zu entwidmen. Sie müssen sich entscheiden, Bäume abzuschlagen, um letzten Endes auch vernünftige Fahrradwege durch die Stadt zu den Arbeitsplätzen zu bringen. Und das ist nicht mal so eben gemacht. Und da sind wir alle dabei und wollen das ja auch umsetzen. Zurzeit werden 10% aller Wege in Deutschland mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das ist in einigen Regionen bei 30%, bei anderen bei 15%. Nicht überall ist es gleich. Und eine Fahrradstadt wie Kopenhagen, die hat es auch nicht in 5 Jahren geschafft, Fahrradstadt zu werden. Wir waren mit dem Verkehrsausschuss, waren wir da, und die haben wirklich 40 Jahre gebraucht. Und das sind jetzt andere Zeiten. Wir versuchen, das auch alles zu beschleunigen. Wir haben einen nationalen Radverkehrsplan verabschiedet hier 2020, und der wird umgesetzt von der Bundesregierung. Der wird umgesetzt. Der wird wirklich umgesetzt. Aber Sie können gar nicht sagen. Ich möchte Ihnen das ja gerne mal aufzeigen, was wir dann an Mitteln zurzeit zur Verfügung stellen. Sie haben in Ihren Antrag mal eben so locker reingeschrieben, das muss mehr werden. Allein bei Mitteln für Fahrradwegen an Bundesstraßen haben wir 98 Millionen. Und es war früher 100 Millionen, dann kam die Finanzkrise, dann ist es auf 60 Millionen runtergeführt worden. Und dann ist es wieder sukzessive jetzt auf 98 Millionen hochgeführt worden. Ich habe mich da sehr stark für eingesetzt, dass das wieder passiert, und habe sofort dann bei mir in Schleswig-Holstein nachgefragt, was habt ihr dann mit dem zusätzlichen Geld gemacht? So, und das haben die dann 2012, da hatten wir den Regierungswechsel in Schleswig-Holstein, da haben wir noch die Mittel mehr als zufriedenstellend ausgeschöpft. Wir haben über 66% der Mittel mehr ausgeschöpft. Dann kam 2013, 2014, 2015. In Ihrer Verantwortung, mit Herrn Gastel, mit Ihren Kollegen von den Grünen, 2013 20% der Mittel zurückgegeben, 14 25% zurückgegeben, 2015 15% zurückgegeben. Ich frage jetzt immer nach beim Verkehrsminister, warum macht ihr das? Und da kommt leider die Antwort: Weil es sinnvoller ist, Straßen zu bauen als Fahrradwege. Wir können dann mehr Mittel abgreifen mit der gleichen Ingenieurleistung. Fangen Sie erst mal da an, wo Sie Verantwortung haben, das umzusetzen, was Sie hier immer fordern. Zustandserfassung der Fahrradwege. Eine wunderbare Aufgabe, die in den Ländern gemacht werden muss. Und die wissen das auch, wie die Fahrradwege im Zustand sind. Und da gibt es jetzt ja, es wird alles schon gemacht. Sie schmeißen sich praktisch hinter den Zug. Wir wollen natürlich auch sehr genau wissen, wo noch Lücken sind. Die Bundesregierung macht zurzeit ein Programm, wo praktisch die Lücken offensiv angegangen werden sollen. Und geschlossen werden müssen sie von den Ländern. Nicht der Bund macht die Planung. Nicht der Bund kann sagen, dass das Land irgendwo einen Fahrradweg bauen muss. Es sind die Länder. Und das ist das, woran wir ansetzen müssen. Da können Sie gerne mitmachen, denn Sie sind ja in gewisser Weise auch in Verantwortung. Radschnellwege. Die Radschnellwege sind in diesem Haushalt zum ersten Mal drin.
Und wir haben die Anhörung ja gehabt. Und Sie wissen auch, dass wir vielleicht zum Jahresmitte zum ersten Mal Mittel auch vergeben können. Deswegen ist der Ansatz von 25 Millionen erstmal richtig. Der wird höher werden, ja, höher eingestellt werden müssen. Das wollen wir auch. Aber Mittel müssen auch abgerufen werden können. Und da gibt es dann ein paar Projekte. Erstmal kommt die Potenzialanalyse, dann kommt die Planung. Und wenn wir in 3-4 Jahren zum ersten Mal dann bei neu geplanten Radschnellwegen, allein in der Metropolregion Hamburg sind wir dabei, 4-5 Radschnellwege zu erstellen, wenn wir da dann richtig Geld reingeben können, dann machen wir das auch. Insofern sind wir da auf einem sehr guten Weg. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Gastel zu. Ich habe Zeit, ja. Frau Präsidentin, lieber Herr Kollege, vielen Dank für die Zwischenfrage. Sie haben die Problematik des Mittelabrufs durch die Länder angesprochen. Einmal was die Radwege entlang von Bundesfernstraßen angeht und jetzt auch was die Radschnellwege angeht. Ein Problem ist ja das, dass bisher die Rechtsauffassung immer die gewesen ist, dass Radwege entlang von Bundesfernstraßen unmittelbar entlang der Straße geführt werden müssen. Das aber vielerorts nicht möglich ist, weil Topografie, Platzverhältnisse das nicht zulassen oder auch weil es nicht besonders attraktiv ist, einen Radweg entlang einer Bundesstraße mit 30, 40, 50.000 Fahrzeugen am Tag zu bauen. Es gibt eine Rechtsauffassung, die aus unserem Rechtsgutachten stammt, die sagt, das kann auch anders geführt werden. Das heißt, es muss nur sozusagen von der Richtung her gleich sein, aber muss nicht direkt entlang der Straße geführt werden. Wenn das die Rechtsauffassung auch des Bundes ist, entstehen ganz neue Möglichkeiten, Radwege entlang von Bundesfernstraßen zu bauen und tatsächlich die Mittel abzurufen. Ist es auch Ihre Auffassung, dass das möglich ist? Kollege, ich bin kein Jurist. Der Punkt, der da zum Tragen kommt, ist, dass letzten Endes es um die Verkehrssicherheit geht. Das heißt, der Fahrradfahrer soll bei großer Differenzgeschwindigkeit nicht auf der Bundesstraße fahren. Und wenn Sie ihn jetzt praktisch 1 Kilometer neben die Bundesstraße, diesen neuen Fahrradweg, packen, dann haben Sie den Zusammenhang nicht mehr ganz genau hergestellt, ob er wirklich dann von der Bundesstraße weggeht oder ob das eher touristisch ist. Deswegen, bei Radschnellwegen haben wir eine andere Konzeption. Und in erster Linie sind das dann ja auch Bundesradschnellwege, über die wir sprechen. Insofern sehe ich diesen Konflikt nicht, den Sie da aufzeigen. Es ist wünschenswert, eigene Radinfrastruktur zu haben. Wir kommen inzwischen ja auch davon weg, von den Fahrradstreifen auf Straßen. Denn das ist nicht sicher für alle Generationen. Insofern, die Rechtsauffassung, die Sie eben vorgetragen haben, die teile ich nicht. Aber ich sehe das Problem, das wir jetzt mit den Radschnellwegen dadurch aber auch lösen werden. Die Länder haben eine hohe Verantwortung. Den Ländern werden Regionalisierungsmittel jetzt sehr kontinuierlich bis 2030 schon zur Verfügung gestellt. Der ÖPNV wird sehr stark ausgestattet. Das heißt, dass der Bund gibt den Ländern eine verlässliche Finanzierungsgrundlage und somit auch Planungssicherheit. Das, was Sie, Herr Gastel, ansprechen, die Bevorrechtigung von Fußgängerverkehr in der STVO, ist das nicht zulässig. Ich halte das auch nicht für sinnvoll, denn jeder Teilnehmer, sei es Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger, hat sich nach der STVO ab Artikel 1 danach zu richten, sich so zu verhalten, dass er niemanden gefährdet. Und dabei sollte es auch bleiben. Die Ihre angesprochenen Abbiegeassistenzsysteme oder Kameramonitorsysteme in Lkw, das findet die Unterstützung im aktuellen Förderprogramm De Minimis. Das gibt es also schon. Und radfahrende Kinder hatten Sie noch angesprochen, unter 10 Jahren. Die dürfen jetzt auf Fußwegen fahren. Haben wir letztens im Dezember beschlossen. Steht jetzt noch in Ihrem Antrag, ist wohl schon ein bisschen älter. Der Einsatz eines grünen Pfeils in Lichtzeichenanlagen, ist es möglich? Müssen die Kommunen einfach machen. Die Anbringung eines Blechschilds grüner Pfeil ist möglich. Und auch wenn wir jetzt fragen, ob generell eine Abbiegemöglichkeit ist, von Fahrradweg zu Fahrradweg rechts abbiegen, ist in der Bearbeitung, bin ich dafür, dass wir das machen. Die generelle Abbiegemöglichkeit ohne Fahrradweg ist rechtlich problematisch, sodass wir das wahrscheinlich nicht machen werden können. Aber dass der Verkehrsfluss für Fahrradfahrer erhöht werden muss, sind wir uns wirklich einig. Meine Damen und Herren,
der Antrag... Herr Kollege, das war ein guter Schlusssatz. Ich habe das gehört, Frau Präsidentin. Ein Punkt noch. Fahrradmitnahme bei ICEs. Fahrradmitnahme ist möglich bei Regionalexpresszügen, also im Nahverkehr sehr wohl, hoch anerkannt. Und der ICE 4 wird ab 2017 das alles möglich machen. Wir im Parlament haben hier 10 Jahre dafür gekämpft, dass die Bahn Fahrradmitnahme möglich macht. Sie hat es denn jetzt versprochen. Insofern, ein Klimawandel ist in Deutschland für Fahrradverkehr eingeleitet worden. Nicht mit Ihrem Antrag, aber mit unserer guten Politik. Vielen Dank, Herr Kollege. Als Nächste hat das Wort Sabine Leitl von der Fraktion Die Linke.